mag ja generell so kratzige Gitarren und hier ist es wirklich mega krass kratzig. Klingt unfassbar gut, klingt unfassbar kraftvoll und hat gleich mal so einen richtig schönen, aggressiven, oldschooligen Vibe. Das gefällt mir gut. Und auch schön, wie die Drums da reinkommen. Das ist einfach stimmig. Dieses du, das gefällt mir. Ich bin ja generell ein Fan von solchen Videos, die einfach vor so einer, ja, vor so einem Beamer oder was es ist, stattfinden. Richtig geil, richtig cool, oldschoolig. Das gefällt mir. Skin soft as leather, I'm the weatherman. Ich habe ja den Song vor Jahren mal gehört. Irgendwie, glaube ich, kennt den irgendwie jeder. Ne? Obwohl er vielleicht Emily Armstrong nicht kennt. Was ist denn der Weatherman? Wettermann? Ist das wörtlich zu verstehen? Oder hat der eine gewisse Macht über gewisse Sachen? Also wenn das jemand weiß, gerne unten reinschreiben in die Kommentare. No one else more dead. Schön, wie der Ton hier ausfädelt. Klingt wahnsinnig gut, wenn die Stimme so aufgeht. Ja, wirklich Schmackofatz. Diese Stimme, die ist wirklich krass. Wie sie von einem Ton zum anderen springt, die ganze Tonleiter hoch und die ganze Tonleiter runter. Das ist ganz großes Kino. Sie singt ja Go for the kill, go for the kill. In jedem zweiten Mal springt die Stimme da so hoch. Klingt ein bisschen ungewohnt, aber irgendwie hat's auch was. Das ist ein wirklich geiler Song. Hat auch so White Stripes-eske Züge, was ich sowieso total feier. Und es klingt total nach Indie-Rock. Boah, die singt die Töne wirklich krass. Also jetzt, wo man ja weiß, dass Emily Armstrong bei Linkin Park ist, klingt es auch irgendwie total Linkin Park-mäßig, wie sie manche Töne hier singt, besser gesagt schreit. Das ist krass. Haha, das klingt einfach geil.
feuert hier auch wirklich die ganze Palette an Tönen ab, die man sich noch vorstellen kann, oder? Jetzt singt sie es total tief, vorher singt sie total hoch. Das klingt gut. No Future, also ein Song, der sehr viel Positivität versprüht, oder? Oh, das klingt geil, ey. And I sing for reason, I sing out the neglect for a bet on America. Das ist schon krass. Du kannst es ja eigentlich nicht besser singen. Die zeigt wirklich, was sie eigentlich auf dem Kasten hat und wie krass sie singen kann. Und es wirkt nicht so, als würde sie einem das aufzwingen wollen, dass sie eine krasse Stimme hat, sondern es wirkt einfach so natürlich. Wisst ihr, was ich meine? Es wirkt einfach natürlich und denkst so, boah, die ist krass. Und du denkst nicht, boah, ich muss die krass finden, sondern die ist halt einfach krass. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Mir gefällt einfach die Gitarre so, dieses Du-Du. Ist schon ein fucking krasser Song, ey. Und der Schrei hier, das à la Bonheur. Fucking geil, ey.